Hallo Minecraft, willkommen zurück bei Minecraft Captive. Heute mal tagesaktuell. Ich habe es wirklich geschafft. Heute mal aktuell. Oh, haben wir letztes Mal noch ein Achievement gemacht? Wir waren gestorben, genau. Ach ja, da war ja unten was. Da war ja diese Zombies. Wir haben ja probiert, ganz nach unten zu kommen. Ich habe jetzt noch eine Idee. Beziehungsweise eine Aufgabe, die ich heute machen will. Und es ist mal ein bisschen die Monuments angehen. Weil vielleicht vergrößern die auch unsere Spawn Area. So. So, ja, heute mal eine wirklich aktuelle Folge. Ich hab. Machen wir mal hier rein. Wirklich. Ups. Ja. Das erste Mal, dass ich hier wirklich haben kann, eine Folge tagesaktuell aufnehmen. Sonst hatte ich noch mal schon immer ein bisschen was vorproduziert. Weil das einfach für mich ein bisschen einfacher ist. So, lass mal gucken. Ach ja, stimmt, da war ja was. Das Inventar passt ja nicht. Was haben wir da für einen Boden? Diorit. Gut, haben wir noch ein bisschen da. Hat man ja letztes Mal, glaube ich, extra gesammelt. Verdammt, jetzt habe ich, glaube ich, keine Spitzhacke hier. Nein! Ja, keine Spitzhacke. Super! Haben wir noch ein bisschen Cobblestone? Ja. So, dann machen wir uns hier mal. Ne, andersrum. Holz müssen wir so machen. Habe ich, glaube ich, alles unten gelassen. Wenn ich mich recht erinnere. Hä? Ach, der ist Andesit. Dann haben wir, glaube ich, gar keinen Cobblestone. Ah, hier. 11. 11 haben wir Glück gehabt. So, dann hauen wir mal den Diorit hier wieder weg. So. Ja. Dann gucken wir mal. Hier, Hardened Clay. Und den kann ich irgendwo da unten, glaube ich, reinlegen. Was ist das? Blue Stained Clay. Ich glaube hier. Nee. Oh. Ist hier? Nee, auch nicht. Yellow Stained Clay. Gucken wir mal, ob wir irgendwo was Gelbes haben. Hier ist irgendwas drauf, aber das kann ich nicht abbauen. Nein. Oh, verdammt. Welt kaputt gemacht. Da haben wir auch nichts drin. Ach, dann können wir das auch noch nicht machen. Oh, ich hatte jetzt so gehofft, dass wir das machen können. Emeralds, Prismarine. Oh. Das ist schwerer als gedacht. Ich glaube, das hier ist es. Verdammte Axt, was machen wir denn jetzt? Ich habe wirklich gedacht, es geht jetzt und wir kommen endlich mal ein bisschen voran und ja, scheiße war's. Okay, wir haben einen Haufen Hardened Clay, aber der bringt uns gerade gar nichts. Und dann müssen wir wirklich nochmal probieren, unten unser Glück herauszufordern. Immer. Protection. Da können wir wirklich nichts machen. So, dann craften hier. Ich finde es interessant, es stimmt hier nur das Ding nicht. Das Inventar beim Spieler. The Crafting Table und so, das stimmt ja alles.
So, dann gehen wir halt mal wieder nach unten und probieren noch mal unser Glück bei den Zombies. Weil irgendwie müssen wir da runterkommen. Wenn wir da runterkommen, dann haben wir Ressourcen im Überfluss. Wie ich gesehen habe. Warum ist da zugebaut? Ach so, da hatte ich zugebaut. Ah. Stimmt ja. Wir haben ja den Radius ein bisschen vergrößert. Da hinten ist eine Kiste. Aber sonst nichts Interessantes. Hier ist noch ein bisschen Hardened Clay. Nehmen wir mal noch mit. Da ist noch ein normaler Clay. Da hinten ist ausgeleuchtet. Wieso ist da ausgeleuchtet? Hm. Hier machen wir aber schon mal wieder zu, nicht dass wir da noch Überraschungen erleben. So. Oh, ich brauche immer so lange, bis ich hier runterkomme. Da wollte ich ja auch mal was bauen. Das ist immer ein bisschen nervig. Da ist auch eine Kiste. Aber da kommen wir überall nicht dran. Was wir hier machen müssen, weiß ich auch noch nicht. Aber ich bin völlig planlos eigentlich hier in dem Projekt. Stimmt, da hat man uns runtergebaut. Ich habe schon so lange hier nicht mehr gespielt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was hier alles abgeht. Hier war ja letztes Mal noch irgendwie ein Zombie, das plötzlich vor mir gestanden ist. Ja, hier bin ich, glaube ich. Da ist doch schon ein bisschen ausgeleuchtet. Haben wir da noch irgendwas drin? Das machen wir mal rein da. Brauchen wir ja nicht alles. Vielleicht sollte man ein Schwert mitnehmen. Um unsere Überlebenschancen ein bisschen zu erhöhen. Das sind zwei Zombies. Na ja, klar, jetzt kommen die Creeper wieder. Schnell wieder packen. Nein! Haben wir natürlich kein Schwert mehr. Haben wir Holz unten? Ich weiß es nicht. Gleich nochmal. So Leute, wir haben endlich geschafft, die Höhle ein bisschen zu erkunden bzw. auszuleuchten.
so dass hier jetzt nicht mehr gleich wieder Mobs entstehen sollten. Ich sollte jetzt hier vielleicht noch ein bisschen meinen Behelfsweg sichern, dass mich die Skelette nicht runterschießen. Und dann sollte das erstmal relativ sicher sein. Ja, hier, wenn die schießen, dann bin ich hier in der Ecke drin. Hier auch überall. Das ist schon mal großartig. Also wir haben wirklich einen riesen Schritt jetzt. Moment, Ofen wollte ich. Das ist ein riesen Schritt für uns. Weil da unten, ihr habt es gesehen, da ist ein Haufen Zeug drin. Und wir machen uns jetzt schnell eine Eisenspitzhacke. Dann gehen wir nochmal runter und hauen nochmal die Mobs weg. Was haben wir hier? Coco Beans. Okay. Enderperle, auch cool. Alles hier rein. Ja, nichts unnötig. Nichts unnötig im Inventar lassen. Das Fleisch. Machen wir auch mal da rein. Dann haben wir ja dann noch ein bisschen was drin. So, Eisenspitzhacke. Jawohl. Fackeln haben wir keine mehr. Machen wir uns noch ein paar. Lieber zu viele Fackeln wie zu wenige. Definitiv. So. Jetzt haben wir eigentlich eine Spitzhacke, die alles abbauen kann. Irgendwo wird noch ein Zombie-Spawner sein. Ich hoffe mal, die kommen jetzt hier hinten rum irgendwie. Ne, die können hier gar nicht hoch. Da muss ich nur aufpassen an der anderen Seite. Nicht, dass von da jetzt gleich irgendjemand angebraust kommt und mich hier fertig machen will. Redstone gibt es ja auch. Ah, hier unten gibt es alles. Nein. Oh, weil ich runtergefallen bin. Was soll denn das? Und da war die Eisenspitzhacke drin. Oh, das war jetzt wieder ein doofer Tod, ja, das hätte nicht sein müssen. Aber wir probieren mal einmal schnell unser Inventar zu sichern. Also das, was da unten jetzt alles verstreut liegt. Und in der nächsten Folge, werde ich hier einen gescheiten Aufgang und Abgang machen. Weil das ist wirklich ätzend, hier immer jedes Mal runter zu laufen. Also auf jeden Fall muss ich den Weg eins höher machen, dass ich mir nicht die ganze Zeit den Kopf stoße. Und vielleicht mache ich mir ein Fallbecken unten mit Wasser, wo ich dann einfach runterspringen kann. Ich muss einen Diamanten abbauen, dass ich hier mal ein bisschen vorankomme mit den Achievements. Eins, warte, was wollte ich noch mitnehmen? Ein bisschen Stein, dass ich mich hochbauen kann. Ja, jetzt sind die ganzen Zombies weg. Ah, da steht noch einer. Oh nein, Mini-Zombie. Das sind die schlimmsten. Drehe jetzt natürlich den anderen den Rücken zu.
Nein! Mann! So. Jetzt sind wir wieder unten. Noch ein bisschen ausleuchten. Und jetzt flott. Jawohl, Achievement. Ah, hier ist noch ein Spawner. War ja klar, dass hier noch einer ist. Den saven wir uns aber. Da könnte man eine Mobfalle draus bauen. Habe ich mir gerade so gedacht beim Runtergehen. Scheiße, jetzt hast du den Creeper-Spawner weggemacht. So, wir machen jetzt hier einen Weg nach oben. Und dann kommen wir hier hoch. Die Zombies können aber nicht springen. Das heißt, die kommen dann nicht hoch. Oh, geil. Wir haben 3 Diamanten. Damit können wir uns auch eine Diamantspitzhacke machen. Oh. Wisst ihr, das ist eine Erleichterung. Hoch 10 hier. Endlich. Endlich hier mal erfolgreich zu sein. Moment, das brauchen wir nicht. Diamanten. Ja, das freut mich. Das freut mich richtig. Und hier gibt es noch so viel Zeug. Ich glaube, wir bauen noch ein bisschen Diamanten ab. Wäre jetzt natürlich suboptimal. Oh, was ist hier? Skelettenspawner. Dann gibt es hier bestimmt wahrscheinlich noch einen anderen Spawner. Hab vorhin mal nach rechts oben geguckt, um auf die Minimap zu gucken. Da habe ich gemerkt, scheiße, hier gibt es gar keine. Oh, wir schwimmen jetzt in Ressourcen. Ich baue hier jetzt alles Mögliche mal schnell ab. Das können wir dann schmelzen. Und dann sind wir für die nächste Folge gut ausgerüstet. Eisen sollte ich vielleicht auch nochmal abbauen, wenn ich mal was finde. Sonst können wir keine Eisenspitzhacke mehr machen. Sonst machen wir wieder einen Rückschritt in der Entwicklung. Gold brauchen wir auch. Ach, da kann ich jetzt kein Ding hinsetzen. Keine Fackel. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Da sind noch ein paar Diamanten. Habe ich gerade ein Monster gehört? Ein Zombie? Nee. Also wir haben 7 Eisen, 7 Gold. Gold nehmen wir nochmal was mit. Ah, Diamanten nehmen wir auch noch mit. Was wir haben, haben wir. Ja? Das kann uns keiner mehr klauen. Oh, Redstone. Alter, Ressourcen im Überfluss. Dafür hat es sich gelohnt, so lange dran zu bleiben, dass ich es hier runter schaffe. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich zucki. Ja, die Folge haben wir wirklich mal einen Erfolg auch. Ja? Nicht nur immer blöd gestorben. Irgendwo war das noch.
Oder keine Fackel mehr? Ah, doch hier. Ja, nicht immer nur doof gestorben, sondern diesmal haben wir wirklich was erreicht. Und deshalb bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Captive. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, Minecraft.